Das Wichtigste, was wir beide an Veränderung erfahren durften, war der Umgang untereinander. Ist ein anderer wie vorher. Ich hoffe auch bei mir auf der Arbeit zu meinen Mitarbeitern ein anderer geworden. Es ist schwierig, das auch in der Arbeitswelt durchzusetzen, aber ich glaube, der Umgang untereinander hat sich deutlich verbessert, auch zu meinen Eltern, natürlich Kollegen und so weiter. Ja, zum gesamten Umfeld. Es ist ein anderer Umgang, auch wenn man sich mal gestritten hat, was nach wie vor vorkommt. Die Bereitschaft oder die Notwendigkeit, wieder aufeinander zuzugehen und wieder zueinander zu finden, wieder einen normalen Ton zu finden und sich gegenseitig zu verstehen und auch das Verständnis anderen gegenüber im näheren Umfeld, im weiteren Umfeld ist dadurch grundlegend verändert. Also bei uns natürlich nicht nur wegen dem tollen Essen am Anfang, sondern einfach diese Gemeinschaft zu spüren. Und jetzt im Nachhinein war für mich das einschneidendste Erlebnis im Alpha-Kurs war das Alpha-Wochenende. Diese Berührung durch den Heiligen Geist, für mich so nicht vorstellbar, aber erlebt. Und deswegen kann ich das nur jedem, der sich vielleicht nicht sicher ist, raten. Probier es einfach mal aus, sei mal ein, zwei Mal dabei und dann wird dir Jesus oder Gott weiterhelfen, dabei zu bleiben. Also zumindest war es bei mir so. Ich bin mit teilweise gemischten Gefühlen hingegangen, wusste nicht genau, was mich da erwartet und ich bin völlig überrascht gewesen, wie sich das entwickelt hat. Obwohl ich immer in der Bibel gelesen habe, auch immer wieder Kontakt gehabt habe, aber dieses letzte Quäntchen hat einfach gefehlt und es kam dadurch zustande. Hier bei Alpha in diese Gemeinschaft zu gehen, Antworten zu bekommen, überhaupt auch auf Fragen zu kommen, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, habe ich in der Form anderswo noch nie erlebt. Und ich fühle mich von Anfang an hier so unwahrscheinlich aufgenommen und bekomme Antworten und setze mich seitdem auch ganz anders mit dem Glauben und der Bibel und auch mit christlichen Apps auseinander. Und hier hat man für alles Ansprechpartner. Keine Frage ist bis jetzt unbeantwortet geblieben. Kann ich gar nicht sagen, am besten gefallen. Es ist schon der Einstieg, das gemeinsame Essen, der Austausch. Für mich war, man sitzt mit wildfremden Menschen am Anfang zusammen und man ist sofort nach kürzester Zeit vertraut. Der Aufbau des Ganzen, es hat Struktur, man bekommt durch die Vorträge entsprechende Infos, wo man auch Fragen zu hat, wo aber auch Erklärung für vieles da ist und dann eben ganz speziell dieses Wochenende, wenn man dann merkt, da ist was und mich packt es, das war Wahnsinn. Ganz toll, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Da kann nur ich antworten. Günther kann leider nicht dieses Mal am Alpha dran teilnehmen, aus Zeitgründen. Und mir ist es ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, mich mit einzubringen. Ich war vor der Begegnung mit Alpha der absolut überzeugte Atheist. Und das, was mich hier bewegt, und was so Einfluss auf mein Leben und auf meine Zufriedenheit und der Umgang mit anderen beschert hat, ist mir ein ganz starkes Bedürfnis, das an andere weiterzugeben.